eher gemischte Gefühle. Das heißt, ich bin froh, dass wir den Punkt mitnehmen konnten. Aber hier war auf jeden Fall mehr drin. Das habe ich auch der Mannschaft mitgegeben, der Trainer auch in der Halbzeit, dass sie auf jeden Fall selbstbewusst nochmal Gas geben sollen, nach vorne aggressiv. Dann waren wir auch noch ein Mann mehr. Und ich glaube, da mussten wir auf jeden Fall umschalten und auf jeden Fall die eine oder andere Möglichkeit nutzen zum Tor. Gerade in der Offensive haben wir ein paar Aktionen besser rausspielen können. Wir sind nachgerückt, dass von den Sechsern, von den Innenverteidigern lautstark kommuniziert wurde. Das fand ich sehr gut. Und ja, wir waren einfach bissiger, finde ich, in den Zweikämpfen. Finde ich auch so, dass es wichtig ist, der Liga auch zu zeigen, dass wir mithalten können, dass wir jetzt mit 0-0 eigentlich auch positiv in die nächste Woche einsteigen können und mit der gleichen Mentalität, mit dem gleichen Willen in die Trainingsleistung einsteigen können. Das ist ganz wichtig. Ja, es sind eher gemischte Gefühle. Wenn man den Dreier holen kann, nach so viel Chancen, dann hat man natürlich schon lieber den Dreier. Aber klar, Bundesliga ist natürlich nicht so einfach. Aber wir freuen uns, glaube ich, trotzdem mal über den ersten Punktgewinn in der Bundesliga. Ja, genau, für Selbstvertrauen war es sehr wichtig für die Mannschaft, dass wir auch schauen können, dass wir in der Elite von Deutschland mithalten können. Und jetzt müssen wir von Spiel zu Spiel schauen, wie es weitergeht und ja, haben ein gutes Gefühl für die nächsten Spiele. Sehr viel Lust, jeder zieht gut mit, die ganze Mannschaft, immer ein Spielwitz in der Mannschaft. Wir halten alle zusammen und ja, es ist alles super im Training. Genau, der AGA, ich war im Hotel für 2 Wochen, weil ich noch keine Wohnung hatte. Dann hat mich der AGI zu sich geholt und hat mir angeboten, dass ich vorübergehend bei dem wohnen darf. Und so haben wir dann darüber nachgedacht, ob wir vielleicht uns die Miete teilen und dann zusammen einziehen. Und seitdem klappt es eigentlich relativ gut. Verstehen uns sehr gut und ja, es ist schön. Vor allem die ersten 60 Minuten haben mir sehr, sehr gut gefallen. Wir haben uns viele Torchancen rausgespielt. Die letzte halbe Stunde bin ich unzufrieden, haben wenig Optionen nach vorne gehabt, wenige Lösungen auch gefunden im letzten Drittel. Deswegen bin ich zufrieden, dass wir den ersten Punkt geholt haben. Ja, aber heute war mehr drin und das ärgert natürlich auch einen. Ja, definitiv. Also man hat schon das Gefühl heute gehabt, dass wir konkurrenzfähig sind, dass wir eine Mannschaft sind, die mithalten kann. Aber nichtsdestotrotz müssen wir einfach mehr Kapital aus unseren Torchancen schlagen. Wir müssen einfach galliger vorm Tor sein. Und da waren halt einfach große Möglichkeiten heute vorhanden, die wir leider nicht genutzt haben. Gerade Zaya Bhatti und Janis Schmidt, die letztes Jahr wichtige Säulen in unserer Mannschaft waren, haben sich heute nahtlos eingefügt, haben Sicherheit der Mannschaft auch gebracht. Auch die Umstellung Stefan Lorenz in die Spitze war gelungen. Ja, schade, dass er sich nicht belohnt hat